Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ihr seht, es sind mehr Saaten und Körner wie Mehl im Endeffekt, das Brot. Also ist nicht weit weg von meiner normalen Zeit zum Aufstehen. Von daher ist es fast eine gewohnte Uhrzeit. Ja, eine Stunde früher macht dann aber doch auch ein bisschen was aus. Im Endeffekt ist hier jetzt schon normalerweise um diese Uhrzeit, geht es so Richtung Feierabend. Ich back überhaupt nicht, also wenn dann meine Frau und jetzt kommt ja auch wieder die Weihnachtszeit, in der sie dann aktiv wird und ich freue mich drauf, wenn ich dann wieder von ihrer Backkünsten, wenn ich da profitieren kann. Und nachher dann der Teig rein, ein paar Körner oben drüber und dann kommt das ganze Schnur in die große Backofen rein. Circa bei 190 Grad, 30 Stunden gebacken. Sind jetzt schon jahrelang Partner vom KSC und da überlegt man sich halt, was kann man miteinander machen, und mit dem Herrn Bartiani zusammen haben wir dann diese Sache mit dem KSC-Brot ausgesponnen, sage ich jetzt mal. Wir haben da eine Aktion mit dem KSC zusammen gemacht, dass es pro verkauftes Brot 25 Cent für die KSC-Jugend gibt. Sieht super aus, also muss ich sagen, sieht sehr professionell aus. Ich kenne es, ich habe schon, da ich bei Hatz regelmäßig einkaufe, kenne ich das Brot und mir schmeckt sehr gut. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.